Ob dieses Comic es schafft, meine schlechte Meinung, die ich von der Suicide Squad seit dem Kinofilm habe, mit unter anderem Will Smith und Margot Robbie ein bisschen zu schmälern, und ob der Comic was taugt und ob ich dem wirklich jedem ans Herz legen kann, seht ihr nach den nächsten 6 Sekunden. Hey ho YouTube und herzlich willkommen nochmal zu einer weiteren Review von mir. Und zwar diesmal dabei für euch habe ich Suicide Squad, die stählerne Gruft. Ja, erstmal für mich und meine Suicide Squad. Ich fand den Film schlecht von den Suicide Squad und habe mich dementsprechend auch nicht wirklich mit dem Comic-Material befasst. Ich weiß zwar, man muss beides so ein bisschen trennen. Es ist ein bisschen schief hier, so. Man muss zwar beides ein bisschen voneinander weghalten, aber natürlich, wenn ein Kinofilm zu einer Comicserie oder einer Comicgeschichte gemacht wird, dann muss diese Comicgeschichte oder Serie halt Potenzial haben. Natürlich, klar, weiß ich. Aber wenn der Film andersrum als Werbung für das Comic dienen soll und ich als jemand, der noch nie Suicide Squad gelesen hat, den Film mir angucke und den schlecht finde, warum sollte ich dann plötzlich Lust auf die Comics bekommen? Also, dementsprechend habe ich eigentlich noch nie wirklich einen Suicide Squad Comic in der Hand gehalten oder beziehungsweise mir überlegt, eins zu holen, nachdem ich halt den Film so schlimm fand. Aber gut, ich habe mich dazu bereit erklärt, Suicide Squad mal mir näher anzuschauen. Und ich muss sagen, das vorweg, Spoiler, ich finde es nicht so schlecht. Man muss es mögen. Also ich finde es nicht so schlecht. Ja, beginnen wir mal daran, dass dieses Paperback im Rebirth-Universum jetzt einen kompletten Reboot vornimmt. Also sprich, die Welt weiß noch nicht wirklich von den Suicide Squad. Amanda Waller erklärt nochmal genau, was es mit der Suicide Squad auf sich hat. Aber der Fokus wird nicht auf Margot Robbie alias Harley Quinn oder Will Smith alias Deadshot gelegt, sondern auf Commander Rick Flagg. Rick Flagg ist hier ein Soldat gewesen, der gegen Befehle gehandelt hat, also sprich ein Deserteur, aber dadurch, dass er diese Befehle missachtet hat, hat er mehrere Soldaten das Leben gerettet, half aber nichts vor Kriegsgericht und er wurde ins Belrive-Gefängnis übergebracht und wird jetzt halt dazu überredet, bei der Suicide Squad mitzumachen, mit der einzigen Bedingung, ein Minisprengkörper kommt in deinen Kopf. Gut. Er sagt sich, gut, okay, besser da als in der Zelle zu vergammeln. Und ich mach mit, okay. Und daraufhin werden die Leute auch schon in ihre erste Mission geschickt. Die erste Mission lautet, ein Teleportationsgerät in Russland sicherzustellen, das wohl die Phantomzone in sich beherbergen soll. Ja, was jetzt natürlich in den nächsten Seiten kommt, könnte ein Mini-Spoiler sein, ist aber nicht wirklich einer. Also es wird nicht ohne groß viel Tamtam oder so präsentiert. Und da kommen wir auch zum ersten kleinen Kritikpunkt meinerseits. In dieser Phantomzone beherbergt halt General Zod. So, General Zod habe ich jetzt nicht als unbedingt den cleversten Bösewicht in Erinnerung, aber auch nicht als einen, der wirklich wie ein Hulk herumwütet mit den Kräften von Superman und alles niederreißt und alles und einfach nur so Phrasen von sich hält, von wegen, ich bin ein General, ich bin die Zerstörung und mehr auch nicht von sich gibt, außer diese One-Liner. Fand ich ein bisschen schade, dass man da einen Charakter so weit herunterbricht, als dass das wirklich eine Art Hulk wäre mit Laserblick. Also fand ich ein bisschen schade, weil auch von der Physis her wirkt Zod ein bisschen überproportioniert, also wirklich wie. Weiß ich nicht. Ich habe in anderen Comics gesehen, der wirkt ein bisschen. Ja, so, der hat so ein bisschen die Statur vielleicht von Superman, aber nicht so Übermuskeln und sowas alles. Also ein bisschen komisch, ein bisschen schade. Was ich ganz nett fand, so kleine Anleihen, wie zum Beispiel hier, dass Harley Quinn das Rebirth-T-Shirt anhat. Fand ich ganz nett. Und auch die Sprüche unter den Kollegen fand ich auch eigentlich auch ziemlich cool gemacht. Es wirkte mehr wie Expendables anstatt wie der Kinofilm, wie ein Ghostbusters mit Expendables, sondern wirklich wie ein Expendables und so weiter. Und ich fand auch cool diese Dynamik zwischen den Charakteren und alles. Fand ich echt alles ganz nett. War wirklich. Ist jetzt wieder natürlich nicht das Tiefgründigste, das darf man jetzt natürlich nicht erwarten. Aber mein Gott, es ist immer noch besser als der Film. Das Schöne fand ich auch, dass innerhalb dieser zwei Geschichten, die in diesem Paperback abgehandelt werden, auch immer so kleinere Geschichten bei sind, die die Charaktere näher beleuchten, beziehungsweise deren Vergangenheit. Fand ich auch immer wieder cool, fand ich schön umgesetzt, sind jetzt natürlich so, ja, ich sag jetzt mal, was waren das, 8 Seiten oder so, 8, 9 Seiten hat die Kurzgeschichte. Aber ich fand's nichtsdestotrotz schön, ich fand's abwechslungsreich geschrieben,
Zum Beispiel, dass einer sich zum Beispiel seine Vergangenheit so ein bisschen zusammenlügt und das Ganze so ein bisschen an James Bond erinnert. Eine andere, Katana wiederum, hat ein sehr tragisches Schicksal, wie sie an dieses Schwert gekommen ist. Und Harley Quinn hat wiederum eine andere Geschichte, wo sie auf die Probe gestellt wird von Commander Rick Flag und sich dafür für eine Seite entscheiden muss. Ich finde das alles wirklich ganz nett gemacht. Die zweite Geschichte wiederum geht dann genauso weiter, wie die erste halt aufgehört hat. General Zod wird in diese Basis in Bell Reef gebracht. Natürlich können sie es nicht schaffen, General Zod unter Kontrolle zu halten. Es eskaliert alles und komischerweise wird dabei irgendwas freigesetzt, was alle anderen verrückt werden lässt, bis auf Dr. Harley Quinn Cell, die dann wieder, weil sie ja schon verrückt ist, wieder normal wird und die ganze Sache dann unter Kontrolle bringen muss. Fand ich eine ganz coole Geschichte. Wie gesagt, es macht wirklich Spaß. Also es macht Spaß zu lesen. Es flutscht so durch beim Durchlesen. Also man erwischt sich wirklich, wie man sagt, ah komm, noch ein US-Heft mehr. Ah nee, lieber noch eins mehr und so weiter. Zeichnerisch finde ich das Ganze auch ziemlich klasse. Ich muss dazu gestehen, ich habe Jim Lee eigentlich schon besser erlebt, zeichnerisch gesehen. Aber er ist auch nicht die verkehrteste Wahl für die Suicide Squad. Wie gesagt, er ist vielleicht nicht auf der Höhe der Zeit, aber er hat es halt immer noch drauf. Und mein Gott, warum auch nicht, ne? Man könnte jetzt weitaus Schlechteres befassen. Ich fand die Zeichnung ein bisschen sehr grob, beziehungsweise ja, ein paar Striche zu viel angesetzt, ein bisschen. Aber okay, mein Gott, es ist Jim Lee. Man ging vielleicht auch ein bisschen auf Nummer sicher bei den Suicide Squad, aber er hat da wirklich nicht seine beste Arbeit abgeleistet. Ähnlich geht es mir ja auch mit Greg Capullo mit Batman. Ich finde Greg Capullos Batman, es ist nicht verkehrt, aber ich finde ein Biest am Zeichenstift war ja wirklich bei Spawn. Ne? So ähnlich geht es mir halt auch mit Jim Lee. Das ist zwar nicht seine beste Arbeit, aber mein Gott, es ist auch nicht seine schlechteste. Und dementsprechend muss ich echt sagen, ja, hat mir der Band ziemlich gut gefallen. Ich gebe dem Ganzen wirklich 7 von 10 Punkten für Suicide Squad. Wirklich. Das Ganze hat über 200 Seiten, kostet dafür aber auch nur, in Anführungsstrichen, 17,99 €. Finde ich fair. Finde ich wirklich fair, weil man hat hier wirklich ein schönes Gesamtpaket, man kann es gut übers Wochenende durchlesen. Man hat zwei wundervolle, also sehr actionreiche Geschichten. Zwar nicht so ganz so tiefgründig, muss ich jetzt dazu sagen, aber mein Gott, es gibt Schlechteres, Leute. Also wirklich, guckt euch nochmal den Film an, wenn ihr mir nicht glaubt, aber ich fand den wirklich nicht gut. Tut mir leid. Also von den ganzen Extended Universe Filmen ist das nicht der schlechteste sogar? Ja, von den Vieren, die bereits existieren, ja, ist es der schlechteste, ne? Ja. Und dementsprechend ein kleiner Freispruch für mich, für die Suicide Squad. Ich werde die weiter im Auge behalten, werde mal gucken, was noch so kommt. Aber es ist wirklich so ein Band, der nicht wehtut, aber jetzt auch nicht in die Comicsammlung muss. Aber für Leute, die wirklich da denken, da muss es aber noch mehr geben, sonst würde es ja nicht keinen Film dazu existieren, kann ich diesen Band jedenfalls ans Herz legen. Und natürlich auch für Neueinsteiger und Leute, die wirklich mal neu lesen wollen. Weil das steht ja immer so schön drinne bei den Panini-Vorschauen, ne? Ideal geeignet für Neueinsteiger oder so. Und da kann ich wirklich sagen, die Stellan Gruft ist auf jeden Fall für Neueinsteiger geeignet, weil hier alles nochmal auf Null gesetzt wird, schön rebootet wird und ja. Bitte ballert mir in den Kommentaren, falls ihr das Ding schon gelesen habt, was ihr davon haltet und ob ihr schon überhaupt irgendwas von dem Suicide Squad gelesen habt, wie ihr den Film fandet eventuell. Und ja, ob euch das Video gefallen hat. Bis die Tage dann, haut da rein.